Jo, Freunde, willkommen. Herr Patch ist da. Die Dungeon Timer spielen verrückt. Hier 17 Sekunden, 18 Sekunden. Ich war gerade auch noch Platz 15 mit 23 Sekunden. Hier habe ich das ist mein Team. Das war einfach nur mal so. Also, das wird sicher nicht bleiben, schätze ich mal. Was sagt Necro 26? Okay, wobei ich das irgendwie. Naja, vielleicht. Aber ja, im Grunde genommen sind Twins immer noch Twins, ne? Schauen wir mal, ich habe hier gerade an meiner Lin gearbeitet. Meine Lin war zu schnell im Vergleich zu meinen Twins. Ja, mega behindert hier. Was bringt es einem, wenn die AI nach wie vor zu dumm ist? Das einzige Gute ist, man kann jetzt den Miniboss angreifen. Also das könnt ihr eben hier auch. Boss, mittlerer Boss, direkt am Boss. Spart natürlich unglaublich viel Zeit. Also das spart natürlich mehr Zeit als eine Trash Wave weniger. Jetzt wäre halt echt nur noch schön, wenn man irgendwie den Units sagen könnte, hey, benutzt dritten Skill, wenn ready. Oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Dann wäre es natürlich noch besser. Aber das wird, glaube ich, nie kommen. Naja, 40 Sekunden Run. Mega enttäuschend. So, mal schauen. Ich mache mal einen auf selber spielen. Okay, das war nichts außer Defense Break. Na, okay. Okay, das war auch nichts, der Run. Tja, scheiß Golem hat nach wie vor 200 Resistance, ne? Jo, Rift habe ich schon gemacht. Keine Ahnung, also, jo, geht halt schneller. Aber das war's dann auch wieder. Also vom Damage her oder so, weiß ich nicht, ob es wirklich die Groggy State halt, weil es ja nur noch eine gibt, dauert halt natürlich länger. Aber mehr Punkte oder so bekommt man, glaube ich, auch nicht. Aber egal. Gut, was natürlich alle interessiert. Ein Guild hat ihn schon gerade bekommen und schon auf Sixstar. Die Gargoyles. Gargoyle Family. Kunight oder wie auch immer. Also so wie es aussieht, haben alle einen HP-Lead für das jeweilige Attribut. Die Gargoyles dürften scheinbar, naja, irgendwie Defense-Type-Units sein oder so. Wobei hier halt nicht steht Defense-Type, sondern halt Rückhalt. Steht bei allen, ne? Jo. Aber die Base-Stats variieren auch auf allen. Aber macht nichts. Also jeder hat schon mal den ersten Skill gleich. Greift den Feind an, um ihm Schaden zuzufügen, der entsprechend deiner Verteidigung zunimmt und deine Verteidigung 20% erhöht. 5-mal stackbar, das heißt 100% Defense Increase. Ne? Das Ding ist aber auch immer, das zählt ja nur auf den von den Base Stats halt. Ne? Also nicht von dem, was man mit Runen und so hat. Glaube ich zumindest. Ne? Tja, keine Ahnung, hört sich nicht besonders an. Ne? Braucht halt auch erstmal irgendwie zum Stacken. Also so wie ich es halt irgendwie sehe, also ich habe mir bis jetzt nur den Feuertypen durchgelesen, der dürfte halt scheinbar wirklich ein reiner Tank sein, würde ich irgendwie sagen. Schauen wir mal, was der zweite Skill sagt. Fügt dem Gegner Schaden zu dem Verhältnis zu deiner Verteidigung steht, also halt je mehr Defense, desto mehr Damage, ne? Und zerstört die HP des Ziels entsprechend der Höhe des verursachten Schadens. Also ein Destroy-Effekt, ne? Muss man halt irgendwie schauen, keine Ahnung, wie viel Damage das Teil halt überhaupt macht, ne? Keine Ahnung von Multiplying und irgendwas. Da gibt es sicher Leute, die sich dann mehr damit beschäftigen. Vermutlich ist YouTube eh schon voll mit Videos, es ist fast 13 Uhr, aber macht nichts. Danach wirst du in eine Statue verwandelt, bis die nächste Runde beginnt. Du wirst dich nicht bewegen können, das ist egal. Während du in eine Statue verwandelt wirst, aber du wirst Immunität gegen Unfähigkeitseffekte erhalten, 30% weniger Schaden erhalten
und deine HP um 10% zurückgewinnen, bis der Statuenzustand aufgelöst wird. Tja, ich sage ja irgendwie halt ein Tank einfach nur, ne? Also du kannst dich jetzt vom Prinzip... Warte, dann lesen wir mal das Passive. Wenn ein Zug mit voller HP endet, wirst du bis zum nächsten Zug in eine Statue verwandelt. Der Schaden, der den Verbündeten zugefügt wird, verringert sich fortschreitend, wenn sie mit mehreren Treffern angegriffen wird, während du dich im Statuenzustand befindest. Okay, also wenn ich ihn jetzt nicht als Tank verwende und ich mache ersten Skill, kommt er danach und er wird halt nicht angegriffen, hat volle HP, kommt er danach automatisch in den scheiß Statuenzustand. Hä? Was? Keine Ahnung. Und okay, ja, man, deine Units bekommen weniger Damage, wenn sie mit Multi-Hits angegriffen werden. Okay. Ich habe keine Ahnung gerade, ob das wirklich, ob sich irgendwie lohnt. Oder was genau wirklich. Er schreibt hier Lucian Counter. Ist ja möglich, ne, wenn du irgendwie Turn 1 oder so bekommst und gleich Statuenblödsinn machst. Jo, er schreibt halt hier, ne, Defense Ignore, ist eh klar. Ja, keine Ahnung, also muss man halt irgendwie mal abwarten, bis irgendwelche Leute die Units halt selbst herzeigen. Ich kann mir da immer ziemlich wenig drunter vorstellen. Okay, der Wassertyp, Tanzjet oder wie auch immer, hat denselben ersten Skill. Erdstoß fügt allen Gegnern Schaden zu, der im Verhältnis zu deiner Verteidigung steht, also eben auch Defense-Type-Unit, ne? Und provoziert sie für eine Runde mit einer Chance von 80%, mit Skill-Ups 100%, das heißt, er will auch ein bisschen Accuracy brauchen. Danach wirst du zu einer Statue verwandelt, die bis nächste Runde beginnt, du wirst sie nicht bewegen können, bla bla bla. Okay, also selber Blödsinn wie beim Feuer. Der macht halt Schaden und der provoked halt, okay. Wenn dein Zug mit weniger als 30% HP endet, wirst du bis zum nächsten Zug in eine Statue verwandelt. Die Angriffskraft des Angreifers wird um 2 Runden verringert, während du dich im Statuenzustand befindest. Okay. Überzeugt mich irgendwie auch nicht ganz. Okay, hier ist selber Blödsinn wie bei Wasser. Wenn du dich in eine Statue verwandelst, fügst du dem Ziel, das dich angreift, Schaden zu, der im Verhältnis zu deiner Verteidigung steht, verringert auch die Abklingzeit deiner Fertigkeit, wenn du mit einem kritischen Treffer angegriffen wirst. Mhm. Tja, ich weiß nicht, ja. Hätte sich irgendwie alles ein bisschen... Also ich kann mir dabei irgendwie wirklich noch nichts drunter vorstellen, also halt Tanks, okay, und Tanks, die sich dann halt in Statuen verwandeln können und weniger Damage oder was bekommen und halt Immunity bekommen und sich halt ein bisschen heilen, ne? So. Okay, naja. Dann. Dasselbe wie Wasser und Wind mit dem Provoke. Wenn du dich in eine Statue verwandelst, erhöht sich die Abklingzeit der Fertigkeit des Ziels, das dich angreift, um 2 Runden. Naja, okay. Pff. Das ist dann so ungefähr wie wenn, weiß ich nicht. Du stellst jetzt irgendwie im Guild War 2 Feuer-Units, den Light Gargoyle, und hast irgendwie einen Lucian oder so und Lucian attackt dann den Gargoyle mit dem ersten Skill und hat dann 2 Runden Cooldown am dritten Skill, ne? So ist es, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also gut. Onyx fügt dem Gegner Schaden zu, also der ist wie Feuer. Und Passive, wenn der Zug endet, wirst du in der nächsten Runde mit einer Chance von 30% in eine Statue verwandelt. Du kannst nicht besiegt werden, wenn du dich in eine Statue verwandelst. Okay. Ich weiß nicht. Also vielleicht... Vielleicht komme ich gerade noch nicht drauf, aber... Jo. Na gut, die interessanteren, geile Namen vor allem, Belial,
Mephisto, Lucifer und Beelzebub war eh klar. Okay, das sind schon mal Attack-Units. Okay, aber nicht alle scheinbar. Also, Feuer ist Attack, Wasser ist Attack, Wind ist ein HP, Light ist ein HP und Dark ist natürlich auch ein Attack. Okay, ich habe mir den vorher schon mal durchgelesen, ich bin irgendwie auch nicht ganz schlau geworden. Verringert die aktuelle HP des Gegners mit dem besten HP-Status. Okay, also der mit, der die meisten HP momentan hat oder die meisten Max-HP? Verringert die aktuelle, also ich würde sagen halt, der was die meisten HP hat, ne? Also wenn ich einen, weiß ich nicht, 1k Damage mache, 2k und 3k Damage, dann der was nur 1k Damage bekommen hat, ne? So würde ich es. Gut, Bosse ausgeschlossen um 10% und greift das feindliche Ziel an, um Schaden anzurichten, der im Verhältnis zu der reduzierten HP steht. Das heißt, ich würde sagen halt, so ein Tankkiller wird das halt sein, ne? Also je mehr HP das Ziel hat, desto mehr halt sind die 10% oder was, ne? Und desto mehr macht dann der nochmal Damage, okay? Warum nicht? Dann Teuflischer Pakt. Absorbiert die HP aller anderen Verbündeten, also von meinen Units, oder? Absorbiert die HP aller anderen Verbündeten. Ja, Verbündete sind ja meine, ne? Um 10%, um alle Feinde anzugreifen, die Schaden verursachen. Warte. Absorbiert die HP aller anderen Verbündeten um 10%, um alle Feinde anzugreifen, die Schaden verursachen, der im Verhältnis zu der absorbierten HP steht. Also gut, je mehr HP von meinem Team wahrscheinlich, ne, desto mehr Schaden wir dann machen. Okay, finde ich auch cool. Das heißt, du bringst Tanks gegen Tanks und machst halt deswegen dann mehr Damage, ne? So stelle ich es mir gerade vor. Er holt den Angriffsbalken aller Verbündeten anschließend um 20%. Okay. Dritter Skill. Flames of Hell. Führt immer einen Angriff aus, der einen Attributvorteil auf alle Feinde hat. Oh, Theomas, hallo. Führt kontinuierlichen Schaden für 2 Runden zu, deren Anzahl im Verhältnis des verursachten Schadens steht. Okay. Also wirklich, ne? Ein Theomas mit Cooldown. Und was hat er? Accuracy Lead in the Arena. Ob das so gut ist. Gut, Belial. Haben die alle den selben Dings? Jo, ne? Wahrscheinlich. Okay. Alle haben den ersten Skill gleich. Urteil des Wahnsinns. Verbraucht die Hälfte deiner aktuellen HP, um das feindliche Ziel anzugreifen. Je schlechter dein HP-Status ist, desto mehr der Verteidigung des Gegners wird ignoriert. Okay, also je weniger HP ich habe, desto mehr Damage mache ich. Okay, so ein Double-Edged Sword, ne? Je weniger, desto mehr. Die Frage, na, wie viel Verteidigung ignoriert wird, aber muss man halt irgendwie mal Multiplier sehen und alles. Wiederkehrender Albtraum. Ein Passiv wird mit geringer HP und vollen Angriffsbalken wiederbelebt, wenn Verbündete und Feinde nach deinem Tod 12 Runden lang kämpfen. Um Gottes Willen, ja. Naja, 12 Runden halt 6 Turns, ne? Also, naja, relativ 6, ne, halt. Ohne Bioprox und sowas halt, ne? Und wenn man halt nicht outspeedet und sowas halt. Okay, naja. Ist sicher nicht schlecht, wenn's, sag ich mal, proct, weil du halt dann wirklich mit wenig HP zurückkommst. Dann halt den Skill machen kannst. Natürlich halt volle Attack-Bar hast und dann halt irgendwie was one-shotten oder so, so stelle ich mir vor.
Ja, muss man halt auch mal sehen, ne? Okay, und Resistance Lead in der Arena. Also alle haben ein Arena Lead. Okay, der hat ein HP Lead. Ein Defense Lead. Und ein Attack Lead, war eh klar. Okay, dann der Wind. Dürfte irgendwie was anderes sein, mehr Support, ne? Weil er ein HP Unit ist. Absorbiert die HP aller anderen Verbündeten. Okay, bla bla, ist dasselbe wie beim Wassertypen. Ein Seelendieb. Niemand kann wiederbelebt werden, während du auf dem Schlachtfeld bist. RIP Perna. Darüber hinaus wird der Schaden, den du Gegner zufügst, um jeweils 20% erhöht, wenn ein Feind oder Verbündeter stirbt. Ist so 5-mal stackbar, okay. Das finde ich gar nicht so übel, also gerade wirklich so ein Perna-Counter und sowas, ne? Fairy King. Was gibt's irgendwie noch, was sich gerade selbst revived? Ich meine, ja, Ayun und sowas spielt eh keiner. Tja, war ein ziemlicher Perna-Counter schon mal. Okay, warum nicht? Gut. Und er hat auch dasselbe. Also Wasser, Wind und Light haben wir beiden halt immer denselben Ding. Okay. Rotes Schlachtfeld. Der Angriffsbalken aller Verbündeten wird im Verhältnis zum verursachten Schaden erhöht. Und der Schaden, den du an Gegnern verursachst, wird maximal um 50% erhöht, wenn alle Gegner und Verbündeten auf dem Schlachtfeld Schaden erhalten. Okay, auch interessant. Muss man halt auch wieder wissen, halt wie viel, ne? Also ist halt eher irgendwie so ein Attack-Buffer für deine Units halt, ne? Na gut, ja. So, Beelzebub. Okay, er hat eben auch diesen Selbstnuke da. Und Fegefeuer. Wenn du einen Feind mit deinem Angriff tötest, wirst du einen toten Verbündeten mit HP entsprechend dem am Feind zugefügten Schaden wiederbeleben. Wenn ein anderer Verbündeter stirbt, während du tot bist, wirst du mit wenig HP und 100% Angriffsbalken. Okay, ja, das hört sich auch ganz nett an. So, mal wie mich schon irgendein Noob gezogen hatte. Wahnsinn. Wie viel Glück manche Leute haben können. Noch einer hier. Ich habe immer noch kein Skogul. Naja, okay. Ich weiß nicht, was sagt ihr zu den neuen Units? Keine Ahnung. Ich kann mir da immer wenig vorstellen, ganz ehrlich. Aber. Tja. Na gut. Ich mache mal Schluss dabei. Also. Danke fürs Zuschauen und bis später.